So, da bin ich wieder. Ich hoffe, dass jetzt alles ein bisschen besser funktioniert. Fängt ja schon mal sehr gut an, nämlich gar nicht gut. Hallo? Ja, genau, das sind. Warte mal kurz. Die ist gerade niedriger, aber ich glaube, die bleibt jetzt immer so. Es ruckelt halt die ganze Zeit jetzt so ein bisschen. Keine Ahnung, ob das jetzt so gewollt ist. Es steht immer so auf 20 FPS. Es ruckelt halt die ganze Zeit so ein bisschen. Es ist auch spürbar, dass es ruckelt. Auf jeden Fall, aber. Ah! Oh mein Gott, vielleicht sollte ich auch mal ein Medipack nehmen. Ja, ich nehme gleich mal ein Medipack. Also eins brauchen wir halt wirklich mindestens noch für das Level. Deswegen werde ich gleich ein Medipack nehmen. Oder ich werde es nehmen müssen. Ja, ich weiß es doch inzwischen. Also die Folgen werden jetzt meistens wahrscheinlich nur noch so 11, 12 Minuten lang gehen und nicht mehr 15 Minuten. Weil ich halt wirklich gemerkt habe, dass wir schon voll weit vorangeschritten sind. Und ich möchte halt in der Playlist am Ende nicht nur so wenig Folgen drin haben. Deswegen gehen die jetzt halt nur noch 11, 12 Minuten wahrscheinlich die nächsten Videos. Manche auch mal 15, aber so. Boah, hier 18 kleine, da können wir auf jeden Fall mal eins nehmen. Wie viele große Medipacks haben wir denn? Boah, 11. Sehr schön. Shotgun für den. Er hat nämlich direkt die zwei Schuss, die wir an dem verplempert haben, hat er direkt wieder für uns. So. Jetzt haben wir halt in diesem Raum, ich glaube, da kommt gleich ein Hund. Na toll. Gerade eben hat's angefangen, wir blinken schon wieder. Ah! Nein, nein! Ja, was machst du? Ja, nein! Hallo? Hallo? Ich bin geschockt. Ich nehme schon wieder eine bessere Waffe. Ich weiß nicht, ich benutze jetzt irgendwie die ganze Zeit bessere Waffen. Nicht mehr so oft die Pistolen, aber ich will kein Medipack mehr nehmen jetzt. Für den Rest des Levels. Na komm, der Hund. Ich weiß, dass du kommst. Das lief schon ein bisschen besser. Oh mein Gott. Hat der wenigstens was? Ja, Uzi-Munition. Die Hunde haben ja üblich nichts dabei. Wie üblich. Ja, jetzt kommt gleich der letzte Flammenwerfer nochmal für das Level. Oh, ich habe die Stoppe vergessen, nochmal richtig anzumachen. Naja, ich werde jetzt einfach das Level zu Ende spielen und einfach dann Schluss machen, wenn das Level zu Ende ist. Ist egal, weil das dauert nämlich nicht mehr so lange, das Level. Das ist nämlich bald zu Ende. Und heute kommt jetzt halt dieser bekloppte Flammenwerfer nochmal, deswegen Uzi. Genau, da unten geht's jetzt rund. So. Und der ist schon tot. Entschuldigung, Leute, das ist jetzt immer noch nicht so richtig, aber ich muss mal probieren. So gefällt mir das schon besser. Was ist das? Und noch mal so ein Maschinenschip. Der hat ja wie üblich wieder nichts dabei. Hat er auch nicht. So, jetzt öffnen sich hier automatisch die Türen. Finde ich auch cool. Jetzt kann man hier direkt wieder durch und kann da hinten bei dieser Säge dieses Teil einsetzen. Was mache ich hier? Ich muss doch hier gar nicht lang. Ich muss doch zurück.
So. Ja, hier kann man ja wieder zurück. Und zwar da lang wahrscheinlich. Yippie-yay. Danach kommt man ein Level, was ich nicht so mag, aber die anderen Unterwasser-Level, die es dann hier noch gibt, die mag ich dann eigentlich recht gerne. Geht aber auch alles schief hier. Mein Gott. So. Joa, nochmal jetzt hier. Wow. Ups. Es ruckelt halt die ganze Zeit so ein bisschen, aber ich finde das eher eigentlich sogar noch ein bisschen angenehmer. Als wenn das so extrem dingst. Danke. Da wurde mir ein Pizzabrötchen hingestellt. Oh, ich würde das so gerne. Ich beiß mal kurz rein, Leute. Oh, mein Mikro, wartet mal. Oh, heiß. Lecker. Ein Augenschmaus von Pizzabrötchen. Spezialität für unsere Stadt? Nein. Ich hab gerade wirklich ganz ernsthaft überlegt, wo müssen wir denn die rote Chipkarte einsetzen? Na, jetzt hast du für ein paar Sekunden überlegt. Aber ich weiß es. Oh, ich habe das Medibär vergessen aufzuheben. Warum sind die Gegner hier weg? Warum sind die Gegner weg? Hä? Warum sind die Gegner weg? Kann mir das mal einer sagen? Ich habe die umgebracht. Hab dann geladen, aber das gibt's erst ab Tomb Raider 3 oder ab Tomb Raider 4, da bin ich mir ganz sicher. Dass die Gegner hier, einfach mal so verschwinden. Tomb Raider 3 verschwinden sie, glaube ich, wenn man weit genug von den Gegnern weg ist. Und in Tomb Raider 4 verschwinden sie auch vor der Nase. Oh, hier habe ich gar nicht drauf geachtet, wo so eine Tür hier offen ist. Kommt gleich eine Videosequenz, aber diese Art von Videosequenz wird aufgenommen. Die Videosequenz, die aber jedoch danach kommt, die kann er ja dann wieder nicht aufnehmen. Aber die zeige ich euch sowieso nicht. Genau, jetzt sind wir wieder hier drinnen. Und hier ist die rote Chipkarte. Und jetzt ist direkt das Levelende. Und wer sich fragt, ja, wo ist denn jetzt aber das letzte Geheimnis? Das ist eigentlich so weit am Levelende, das ist eigentlich voll fies. Aber das zeige ich euch dann gleich. Und gleich hört ihr auch Stimmen. Ihr hört gleich Stimmen und der hört jetzt einfach mal zu. Das ist zwar auf Englisch, aber ihr hört gleich... Na. Ja, so. Jetzt kommen gleich Stimmen, deswegen bin ich jetzt mal ruhig. Ah ja, wir sind ja erstmal hier. Okay, Leute, ich hab's verpennt, aber wir sind wirklich gleich am Levelende. Genau, die haben. Ich glaube, der eine hat nämlich ein großes Medipack-AD und der andere hat ein kleines Medipack. Wenn die auf diesen Schrägen gestorben wären, hätte man die Sachen wirklich nicht mehr aufheben können. Das ist ja sehr ärgerlich, wisst ihr? Hier unten musste man, glaube ich, hin, denn die Tür jetzt automatisch auf. Ja, hier runter müssen wir. Jetzt kommt Stimmen. Und bis gleich, wenn das jetzt gleich zu Ende ist. Bis gleich. Genau. Jetzt kommen wir mal zwei Gegner, die wir hoffentlich ohne Medipack jetzt schaffen. Ja, da unten ist ein Mönch und wenn wir zu dem gehen, wird eine Videosequenz ausgelöst. Aber in diesem Raum befindet sich das Geheimnis. Das ist voll fies. Also falls man jetzt hier direkt zu diesem hingeht, kriegt man das Geheimnis nicht mehr. Da kriegt man, glaube ich, wieder ganz viel Uzi-Munition oder sowas. Jetzt sind wir hier drin. Also ich finde das eigentlich voll fies, aber... Ja, viermal Uzi-Munition. Wie viel haben wir jetzt? Knapp 1300. Nein, nicht laden! Oh, da bist du ein... Ach, weil das wieder so nachgehakt hat. Die Steuerung hat nicht ganz geflutscht. Mein Gott! Mensch!
Mein Gott, Walter. So, jetzt speichern und jetzt lösen wir euch die Videosequenz auf. Die wird ja eigentlich von Fraps aufgenommen. Deswegen hört sie euch einfach an. Und die Videosequenz ist eigentlich sehr wichtig. Und in der Zeit werde ich ein bisschen mampfen. Und nehme das Mikro gleich ein bisschen vom Mund weg, damit ich ein bisschen mampfen kann. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn die Videosequenz zu Ende ist. Bis gleich. Oh, you are not one of them. But you are a monk. Brother Chen Barkang, you have come for me. I saw bright lights around me. That was gunfire. I think it was them who got taken away by it. But you are my guide, my path beater to a next incarnation. I have done my time here, haven't I? What are you doing here? Mark the bottom. Nothing. I led righteous life here for reasons rooted only in necessary evil. As my father was before me when he bombed Gianni's vessel deep into these waters. Now I'm here, was here, to prevent his son from salvaging the Seraph. The Seraph? You not know my life's work well. You sure you're not here for them? Their Jackanory days are well over. They want the Seraph to unlock a malignant treasure we contain in our monastery in Tibet. Weil das Kirby heißt übrigens Kloster. Kloster in Tibet, da kommen wir noch hin. Das Kloster von Barkhang. Trouble we knew. He breathed life back into ancient belief. One not to be stopped by any amount of head bowing. And now again, it is here. Marco, infected with madness. He has violent mind, but not yet the power to satiate it. So, we reach for our weapons once more. The true detox of evil. Where can you be taking me? This was my big break. Der will eigentlich Lehrer treffen, aber trifft den Mönch. War das Level die Tiefe. Wir haben 34 Minuten gebraucht, alle drei Geheimnisse gefunden und dazu viermal Uzi-Munition gefunden, 33 Gegner besiegt und dazu ein kleines Medipack, wieder eine sehr gute Quote. Und ich bin erstaunt, wir haben nur sehr wenige Kugeln daneben geballert. Ja, ungefähr 60 Schuss, das ist eigentlich wirklich sehr gut. Also wir haben nicht sehr viel daneben geballert. Wir haben auch viel mit anderen Waffen geschossen, deswegen ist es auch wichtig. Und 3,02 Kilometer sind wir gelaufen. Ich beende jetzt hier die Folge und die Videosequenz, die jetzt eigentlich kommen würde, die kann ich euch ja nicht abspielen. Deswegen geht es einfach im nächsten Level weiter, als ob die Videosequenz praktisch gar nicht da gewesen wäre. Ich gucke nochmal, es hat jetzt ein bisschen gehakt in der Aufnahme die ganze Zeit jetzt so ein bisschen, ob ich dann noch irgendwas umstellen kann. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Tomb Raider 2. Bis dahin, ciao!